Im Hohenstein Ernsthaler Schützenhaus wurde am 28. April gefeiert. Schon um 14 Uhr begrüßte man die ersten Gäste, die dem Mehrgenerationenhaus zum 15. Geburtstag gratulierten. Darunter der Oberbürgermeister Lars Kluge. 15 Jahre Mehrgenerationenhaus, das ist natürlich etwas Besonderes. Und das macht es deswegen für mich persönlich ganz besonders, weil ich vor 15 Jahren auch im Rathaus angefangen habe. Und der Erich Humilius, der damalige Oberbürgermeister, der jetzt wie immer ganz pünktlich gekommen ist. Und ich kann mich erinnern, lieber Erich, dass wir in der damaligen Zeit doch auch relativ häufig hier vor Ort waren. Ja, weil das Mehrgenerationenhaus, das war natürlich für Hohenstein-Ernsthal was Neues. Auch die Bundesförderung war damals was Neues. Und deswegen muss man sich natürlich auch explizit beim Bund bedanken, weil diese Förderung hält ja nach wie vor an. Ohne den Bund wäre das Ganze hier nicht möglich. Und ich kann mich erinnern, dass das trotzdem auch, weil es eben was Neues war hier in der Landschaft der sozialen Angebote von Hohenstein-Ernsthal, durchaus auch Leute gab, die sagten, ja Mensch, was wollen die denn dort eigentlich jetzt machen? Ja. Und viele haben auch gedacht, na, das Schützenhaus, das städtische Schützenhaus, was ja das ganze Objekt ist, das gehört jetzt komplett euch. Ja, das ist das Mehrgenerationenhaus. Und da gab es durchaus gewisse Vorbehalte, aber die konnten wir gemeinsam in den letzten Jahren wirklich ausräumen. Und ich weiß aber, damals waren wir häufig hier und haben besprochen, welchen Raum kriegt ihr jetzt, was wollt ihr für Angebote machen? Wir haben klein angefangen und jetzt ist es so, dass wir viele verschiedene Sachen schon anbieten können und vorher mir viel, gar nicht so bekannt waren. In der Zwischenzeit viele Leute uns kennen, zum Keramikkurs kommen oder an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Im Prinzip von der Kinderuniversale, also von Angeboten für die Kleinsten bis hin zum Tanztee, was auch immer eine ganz tolle Veranstaltung ist, der platzt ja aus allen Nähten hier, bis hin zu ganz fantastischen Mondschauen, die ich kürzlich gesehen habe, macht ihr hier ja wirklich alles und habt euch in den letzten 15 Jahren in das Netzwerk der sozialen Angebote der Stadt Hohenstein-Ernsthal ganz hervorragend integriert. Ich bringe euch den Lalli-Dall vom Mond, den Lalli-Dall, den tanzen wir. Aber Antennen raus, jetzt fangen wir an. Wir funken nach rechts, wir funken nach links, Knaddel-Daddel-Daddel heißt unser Gruß. Und wir geben uns den Lalli-Dalli-Kuss. Vertreter von weiteren sozialen, aber auch anderen Einrichtungen waren ebenso zum Gratulieren gekommen. Von den zahlreichen Angeboten des Mehrgenerationenhauses gibt es welche, die nicht mehr wegzudenken sind. Also der Tanztee, der mal angefangen hat mit 6 Tanzbahnen hier im kleinen Saal. Und mit jedem Mal, wenn das einmal im Monat war, wurden es mehr, so schon, dass nach einem Jahr schon der große Saal genutzt werden musste. Und dann natürlich die Generationenuni, die ja auch einmal im Monat ist, wo dann die Kinder kommen und dann, ohne dass sie was bezahlen müssen, interessante Themen vermittelt bekommen. Es gibt Angebote für die Jungen und welche für die Alten. Manchmal vermischt sich das Publikum, wie bei der Kinderuni. Zum Beispiel bei der Pilzberatung waren Kinder mit ihren Großeltern und Eltern da und da haben sozusagen auch die Eltern, also über die Generation übergreifend, an der Uni teilgenommen. Das Motto Mehrgenerationenhaus ist Miteinander und Füreinander. Und Miteinander und Füreinander steht dabei für Miteinander lachen, Füreinander da sein. Miteinander reden, füreinander gestalten. Miteinander älter werden, füreinander jung bleiben. Miteinander anpacken und füreinander strahlen. Miteinander umdenken und füreinander vorausschauen. Ich denke, in diesem Sinne haben wir die letzten 15 Jahre gearbeitet. Gearbeitet wird im Mehrgenerationenhaus. Hauptsächlich finanziert über den Bund und dann geht das über den Bundesfreiwilligendienst, über Freiwilliges Soziales Jahr und ganz viel Ehrenamtler, die wir haben, die uns also einmal in der Woche unterstützen oder einmal im Monat, so wie wir sie brauchen. Und das funktioniert nur durch diese Freiwilligendienste. Es gibt aber auch andere Unterstützer. Marika Schwanitz und mein Name ist Lutz Oeser. Die meisten werden mich kennen eher vom Motorrad Grand Prix. Ich bin aber gleichzeitig noch der diesjährige Präsident des Rotary Clubs in Liechtenstein. Und an uns wurde hier im Raum die Frage gestellt, was macht denn eigentlich der Rotary Club? Was ist der Rotary Club? Wir sind ein Verein mit 35 Mitgliedern und wir sagen zu uns selbst Freunde nach innen und Hilfe nach außen. Das heißt, wir unterstützen gemeinnützige Vereine, sei es in Gersdorf, in Liechtenstein und in Hohenstein-Ernsthal, also hier in der näheren Umgebung. Und dazu gehört natürlich auch das Mehrgenerationenhaus,
was wir regelmäßig schon seit sehr vielen Jahren unterstützen und das auch weiterhin tun werden. Also in dem Sinne erstmal alles Gute zu Ihrem 15-jährigen Bestehen. Und ich hoffe, mit der Unterstützung der Stadt Hohenstein-Ernstthal und unserer Unterstützung, dass es das Mehrgenerationenhaus natürlich noch sehr lang gibt. Geplant ist auf jeden Fall noch einiges. Wir haben also auch weiterhin unsere Kreativmärkte geplant. Im Herbst ist dann der nächste und dann auch zum Advent. Außerdem werden wir auch bei der Generationen-Uni dann den Jonathan Leistner im Oktober wieder da haben, der ja schon mal in den Ferien da war und da Familienkonzert gemacht hat. Das machen wir über die Generationen-Uni. Außerdem werden wir auch einen neuen Kurs anbieten können, und zwar mit Malerei. Die bei uns hier ausstellt, die Beate Hofer, die wird also Leuten anbieten, dass sie hier ein bisschen angeleitet werden in der Malerei. Gegen Ende Mai wollen wir damit beginnen. Das Wichtigste, wie man so einen Verein unterstützen kann, ist natürlich mit Rat, Tat und Hilfe. Aber auch das Finanzielle ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Vertreter vom Rotary Club brachten deswegen einen Scheck mit. 1.000 Euro für das Mehrgenerationenhaus. Ich glaube, damit sollte heute auch die Party bezahlt werden können. Also in dem Sinne nochmal unseren herzlichen Glückwunsch. Ja, also macht es bitte weiter so. Es ist ein tolles, alles gut. Eine tolle Geschichte, wie hier alle zusammenkommen und was hier auch getan wird für die hier Ansässigen in Hohenstein-Ernstthal, für die Kinder, für die Senioren, alle möglichen Gruppen und insbesondere, das ist eben so ein Ort des Zusammenkommens. Ja, genau. Und das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit enorm wichtig. Ein Ort der Zusammenkunft war das Mehrgenerationenhaus, ebenfalls am 28. April, mit zahlreichen Angeboten für junge und alte Besucher. Zudem gab es viel Musik. Am 16.05. ist die nächste Generationen-Uni mit dem Korporal Stange. Der kommt in historischen Kostüm und fragt dann Nasenfahrrad. Gab es das früher schon? Der Termin für den nächsten Tanztee steht auch schon fest. Am 25. Mai, Wild Wild West. Da kann man also gerne mit seinem Pferd angeritten kommen und das vor dem Mehrgenerationenhaus anbinden und dann entsprechend mit Cowboyhut oder ähnlichem. Also da ist das Thema der Western.